Wow, die Kunstmeile war ja schon im letzten Jahr schlimm, aber dieses Jahr haben sie sich selbst übertroffen. Allerdings. Boah, echt schlimm. Echt schlimm. Mhm. Und seht euch das an, auch schlimm. Bäh. Viel schlimmer geht's gar nicht. Wieso, die sind doch gut. Dad, wieso ist die Kunstmeile eigentlich so kacke? Naja, die interpretieren den Begriff sehr allgemein und sag nicht kacke. Sag nicht kacke, bitte. Aber du hast schon recht mit kacke. Also denk bloß nicht, dass das hier Kunst ist, Kinder. Lass uns doch in ein Museum gehen. Nö. Nicht in Frage. Hey. Ich will auf keinen Fall in ein Museum. Machen wir uns lieber weiter über das hier lustig. Ja. Wieso gehen die nicht zurück ins Restaurant? Weil eure Tante Gail gerade ihre Kunst dort aufhängt. Somit wird das zur spaßfreien Zone. Wieso dürfen wir uns nicht über ihre Bilder lustig machen? Sie gehört doch zur Familie. Ja. Und das heißt, man darf sich alles sagen, oder, Schweißranträger? Sieht man's wieder? Sagen wir mal, dein T-Shirt sieht ein bisschen aus wie meine Unterhosen. Ja, hört mal zu. Keiner tritt Tante Gail auch nur annähernd zu nahe. Das ist Mams Regel. Tut so, als wäre sie in psychiatrischer Behandlung. Naja, ich meine, das wäre wohl das Beste für sie, oder? Ja, ich habe gehört, sie hat mal ihren Lippenstift gegessen, um sich innerlich rot zu fühlen. Und sie hat sich ein Kleid aus lebendigen Shrimps gemacht und es in der Kirche getragen. Und einmal hat sie ihre Katze rasiert. Hör auf, Luis, das stimmt doch gar nicht. Außer das mit der Katze vielleicht. Und mit den Shrimps und dem Lippenstift. Soll das hier ein Witz sein? Das könnte sogar mein Kind malen. Wow, $200. Jemand hat diesen Mist gekauft? Unverschämt. Harold! Harold! Was? Da sind ein paar unzureichend betreute Kinder in Kunstnähe. Los, verscheuch sie! Na schön, weitergehen. Los, weg mit euch! Sind Sie hier der Rausschmeißer? Schmeißen Sie meine Kinder raus? Nein, Sie sollen nur weitergehen, Dickerchen. Dickerchen? Sie müssen nicht gleich nach Hause, aber hier bleiben geht nicht. Jetzt mal langsam, Freundchen, nicht anfassen. Lass gut sein, Dad. Der Alte ist es doch nicht wert. Hören Sie auf die kleine Fettsack. Fettsack? Jetzt komm schon, Dad! Luis. Dad, sieh mir in die Augen, sieh mir in die Augen! Mhm. Na los, schön tief durchatmen. Sie können von Glück reden. Er ist es nicht wert, Dad. Wenn du ihn schlägst, riechen deine Hände hinterher nach Wundsalbe und Pisse. Du riechst nach Wundsalbe und Pisse. Sie riecht nach Wundsalbe und Pisse. Du riechst nach Wundsalbe und Pisse. Das war ja unangenehm. Was war das bitte für ein Laden? Er heißt Reflexion. Die verkaufen Kunst nicht nur bei der Kunstmeile, sondern das ganze Jahr über Reflexion. Klingt wie ein Stripclub, so wie du das sagst. Reflexionen. Also, wappnet euch für Tante Gails Kunstausstellung. Mom sagte, Tante Gail malt einfach nur niedliche Tiere. Na gut, klingt doch gar nicht so übel. Hi, Schatz, wie war die Kunstmeile? Hey. Hier läuft alles bestens, wir haben so viel Spaß. Oh, wow. Lynn. Wir haben gerade Gails Bilder aufgehängt. Seht euch das da an. Und das da erst. Ich will jetzt sofort diese... Oh mein Gott! Ja, Ärsche! Oh Gott. Oh mein Gott, Lynn. Die paar Tage, Bobby. Unsere Wände sind gepflastert mit Tieranie, Linda. Sieh sie doch einfach als kleine Popo. Das sind Darmausgänge. Was könnte man in einem Restaurant wohl aufhängen? Das unpassender wäre. Nein, da fällt mir nichts ein. Böser Affe. Hört auf, Kinder. Nein, ich will den Affen klatschen. Jetzt komm schon, Dad. Was Besseres ist uns im Leben noch nicht passiert. Pferdeanus. Oh, hallo, Sir. Achten Sie gar nicht auf die Tierani. Tja, zu spät. Siehst du, Linda? Niemand will was essen, wenn er von den Teilen angestarrt wird. Du meinst doch nicht im Ernst, dass das eine gute Idee ist. Naja, vielleicht nicht wirklich, aber wir haben Gail versprochen, dass sie hier ihre Bilder ausstellen darf. Und dieses Versprechen müssen wir halten. Sie ist labil, wir müssen sie fördern. So labil ist sie nun auch wieder nicht. Was ist los? Was ist los? Gail, Schätzchen, das war doch nur eine Gabel. Ja, nur eine kleine Gabel. Ach, eine Gabel. Du bringst mich noch um. Sie bringt mich wirklich noch um. Gut, von mir aus ist sie labil. Heißt das, wir sind jetzt das Anus-Restaurant? Ja, das heißt es wohl, Bob. Ja, lasst uns T-Shirts machen. Und zwar mit Milch-Limonade. Und hintenrum die Kunstparade. Bob, liebst du sie oder liebst du sie richtig doll? Ja, wie kamst du denn? Wieso malst du sowas? Die Inspiration dafür kam mir auf einem Berggipfel. Was soll ich malen? Ich seh dich an, schau in dich rein, erblicke dort dein Inneres. Ha. Er liebt sie.